Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir die Kommunikation zwischen der Szene hier in Deutschland, speziell in Berlin, mit dem Silicon Valley aufrechterhalten, dass wir uns austauschen. Ich glaube, wir können sehr viel voneinander lernen. Das ist keine Einbahnstraße. Ich glaube, wir können in beide Richtungen lernen. Und es zeigt mir immer wieder, dass es sehr viele Möglichkeiten, Opportunities gerade hier gibt. Opportunities, die vielleicht gar nicht im Silicon Valley existieren. Silicon Valley ist nicht dieses Wunderland, wo alles perfekt ist, sondern ganz im Gegenteil. Sehr oft höre ich, wenn Leute glauben, dass wenn sie es schaffen bis zum Flughafen in San Francisco, haben sie es geschafft, weil dort also beim Ausgang vom Flugzeug Männer mit großen Säcken mit Geld warten, sondern im Gegenteil, es ist extrem, da geht es erst richtig los. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir international arbeiten, dass wir Leute einladen aus unterschiedlichsten Bereichen. Das ist ja auch bei den Konferenzen, die wirklich erfolgreich sind, zum Beispiel die TED-Konferenz, die lebt davon, nicht auf einen Track zu sitzen, sondern unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichsten Fachbereichen, unterschiedlichsten Erfahrungen einzuladen und zu vermischen. Ich bin jetzt bereits gefragt worden, ob wir nicht die gleiche Konferenz in Österreich wiederholen können. Ich glaube, das ist sehr spannend. Ich habe ein langfristiges Ziel, eine Konferenz zu bauen, die sowohl hier als auch in Kalifornien stattfindet. Ich glaube, dass die Konferenz, so wie ich das sagen kann als Mitorganisator, sehr gut gefallen. Ich glaube, dass wir einen sehr großen Erfolg haben. Und ich freue mich besonders, dass wir so viele Studierende und junge Leute, die also jetzt dabei sind, eine Karriere aufzubauen und die also wirklich innovative Ideen haben, für die es eigentlich gebaut wird, dabei haben können.